Takeo, du heilst dich mal mit deiner neuen Kraft. Okay, das haben wir geschafft. Was droppen Fledermäuse? Fledermausflügel und Rubine. Hey, Schwarzpulver. No need to ask twice. So, Fenrir, mach das Siegel kaputt. Bei Fenrir ist das gerade recht egal. Der kann nämlich von Flüchen nicht beeindruckt werden. Ein Sonnenfresser. Hervorragende Lederrüstung. Oh. Hat sich ja fast schon rentiert, hierher zu gehen. Hier geht's in der Höhle? Oh ja. Der Berg... Über dir steigt der Berg in die Höhe. Er ist hoch, dass der Himmel unberührt scheint. Den Berg erklimmen. Du hiefst dich auf den Vorsprung. Vor dir drängt die Öffnung einer Höhle. Dichte Wolken von öligem schwarzen Qualm strömen aus der Höhenöffnung. Wie das Ausatmen einer Kreatur. Hineinschleichen. Du wartest durch den Qualm und trittst die Höhle. Deine Augen brennen und deine Lunge schmerzen. Yay. Nächste Abzweigung in dieser Katastrophe. Noch mehr Flammennagers. Pein-Totems. Okay. I sense the predator in the water. No help here. Okay, Fernkämpfer machen die Schützen weg. Du heilst Fenrir. Okay, du belebst Fenrir wieder. Oh, da kommt ein Flammen-Nager und wir hier eine Portion abhaben. Okay, die Dinger zählen als Falle, also kann ich sie eigentlich wegmachen. Tatsache, ich kann sie einfach wegmachen. So, und das war der letzte. Gut. Yes. Indeed. I'd be glad to. Wieder Naga-Ausrüstung ein bisschen. So, den sind wir auch los. Wie groß ist das hier? Nicht sehr groß, außer es gibt mehrere Etagen. Of course. I shall be discreet. Oh, und Fenrir fehlt. Oh, Fenrir ist nicht unsichtbar. Okay, Alof, Bogen.
mustard. Ja, von mir aus. Fenrir heilen oder ihn totstellen lassen? Was? Der Hauptgegner ist schon tot? Okay. Okay. Und weg ist er. Rikufs versenkter Umhang gewährt Blutfeuer. Der Träger wandelt Banshan im Leben um, solange er mindestens eine Verletzung aufweist. Nee. Oh, eine schöne Axt. Markrans Gefallen. Und natürlich haben wir Durens nicht mehr dabei. Der würde sich über diese Axt vielleicht freuen. Oder sie genauso. Die Statue streit Hitze und in glühend heißen Wellen aus. Oder sie beleidigen die Axt. Oder sich drüber aufregen. Oder irgendwen als, ihr wisst schon was, beschimpfen. So, aber ja, das hat wieder gut was gebracht. An Geld, Ausrüstung und so weiter. Ich meinte, ich könnte die Axt was Xoti geben. Statt ihrer Sichel, aber ihre Sichel könnte ich auch einfach upgraden dann. Inselname. Flammenmeer. Ey, cool, ich habe alles erforscht. Ja, gib allen nicht kartierten Inseln einen Namen. Ah, sehr schön. Wollt ihr das wirklich wieder, Jungs? Ihr wisst, dass ich stärker bin als ihr. So, das heißt, wir sind hier jetzt fertig. Können. Erstmal nach Nikataka segeln. Unterwegs kommt Alof erstmal raus und Maya rein. Und ja, ich werde mir heute mal wirklich die Zeit nehmen müssen, was eine Aufnahmefolge dauern wird, die restlichen Leute zu leveln. Und auszurüsten. Was ist mit euch? Was habt ihr denn so an Bord? Den Reis nehme ich euch gern ab. Das Ale, den Grog. Medizin. Eure gesamte Reparaturvorräte. Kanonenschüsse. Also, das interessiert mich nicht. Danke dafür. Wo fangen wir an? Messing-Zitadelle. Persichkus Kommando Untergeschoss, bitte.
Geben wir erstmal die Quest ab. Und ich glaube, wir haben dann auch noch eine Kopfgeldquest, die wir hier im Admiralsbüro oder wie es nochmal heißt, abgeben müssen. Mal gucken, ob wir dann nochmal eine neue Kopfgeldquest kriegen. Weil langsam haben wir ja alles abgegrast. Oh ja, Maya hat ja auch genügend Erfahrung für den Stufenaufstieg und für Reden. Also machen wir das als erstes. Sprengstoff klingt gut. Überleben. Zwillingspfeil. Das war's auch schon mit ihren Level-Ups. Sie ist nämlich nur Level 18. Ja, sie ist kurz vor 19. So wie Takeo gerade mal 18 ist. Und sie will reden. Captain, Maya hebt ihre Augenbrauen und wartet einfach nur ab. Lass uns von hier verschwinden. Okay, sie hat gar nichts zu sagen gehabt. Auch gut. Clear skies. Klare Himmel, Hagrim. Er neigt seinen Kopf und blickt dich ohne zu blinzeln an. Maya hat etwas mit dir zu besprechen. I hope we return victorious. In der Tat, ich hoffe, wir kommen siegreich zurück. Er wendet sich mit einem unerschrockenen, fast streitsüchtigen Blick zu ihr. Ein Gesichtsausdruck, der ihren wiederzuspiegeln scheint. It's done in any case. I'll leave you to decide what victory means. Auf jeden Fall ist die Sache erledigt. Ich überlasse dir die Entscheidung, was Sieg heißt. Azura, möchtest du erklären, was du in letzter Zeit getrieben hast oder nichts sagen? Sagen wir mal nichts. Harama would agree. He's well, after all, thanks to your decisive action. Ich bin sicher, Harama würde zustimmen. Es geht ihm schließlich gut, dank des entschlossenen Eingreifens. Er neigt den Kopf zur Seite. Twaha reports success and sends her thanks for your swift intervention. Twaha meldet Erfolg und schickt dir einen Dank für dein schnelles Einschreiten. You have aided your countrymen with distinction. There is no higher honor to which a trencher may ascribe. Ein Trencher, okay. Du hast deinen Landsleuten ausgezeichnet gedient. Für eine Grabenzieherin gibt es keine größere Ehre. Er nickt dir zu und betont seine Worte. What of your own assignment? Aber was ist mit deinem eigenen Auftrag? Nichts sagen. Nichts, was ein Berg Bronzeoas nicht heilen kann. Rauatai values your service, as do I. And I can think of no better reward for the rough country's finest sharpshooter than a piece such as this. Rauatai weiß deine Dienste zu schätzen und ich auch. Und ich wüsste keine bessere Belohnung für die beste Schützin des rauen Landes als dieses Stück. Er zieht eine Arkebuse unter seinem Schreibtisch hervor und überreicht sie dir mit steifer Förmlichkeit. Drei Glocken weiter. Muss ich jetzt dann gleich mal gucken, welche Arkebuse die beste ist, die wir haben. Ich werde euch nicht länger aufhalten. Ich weiß, dass ihr beide noch einiges zu erledigen habt. Dann lebt mal wohl. Was hast du jetzt zu sagen, Maya? Ich glaube, ich muss etwas klarstellen. Maya verschränkt ihre Arme und klopft mit ihren Knöcheln gegen ihren Bizeps. Geht es um deine Mission? Sprich weiter. Müssen wir das wirklich weiter ausbreiten? Ich nehme deine Entschuldigung dafür an, jemanden umgebracht zu haben. Sprich weiter. I didn't get into this business so I could shoot first in a battle that hadn't even started, you know? Ich bin nicht in dieses Geschäft eingestiegen, um in einem Kampf zuerst zu schießen, der nicht einmal begonnen hat, verstehst du? I can make a case that my work was justified, but gods. Ich kann es gut Assassination is a big step in an uncertain direction. Ich kann es gut begründen, dass meine Arbeit gerechtfertigt war, aber Götter, ein Attentat ist ein großer Schritt in eine unsichere Richtung. We're shooting at people with dangerous ideas, and assuming the ideas will die with them. Wir schießen auf Menschen mit gefährlichen Ideen und hoffen, dass ihre Ideen mit ihnen sterben. Merkwürdige Ansichten für eine Scharfschützin. Ich nehme mal an, du hast dir diese Art von Fragen nie gestellt, als du noch in der Marine warst. Du hörst dich zwiegespalten an. Du darfst mich ruhig aus der Sache heraushalten. Ich bin nur ein Zuschauer. Nehmen wir mal die zwei. It's a little different when the enemy's ship is turning about. Their cannons glinting like a spider's eyes. Es ist ein wenig anders, wenn ein gegnerisches Schiff vor einem wendet und sich seine Kanonen wie Spinnenaugen glitzert in dein Sichtfeld drehen. You don't find time for a lot of deep
ethical discussions. Da hat man nicht die Zeit für tiefgreifende moralische Diskussionen. Du hörst dich zwiegespalten an. Tishis is a good listener, but he's too dumb to offer much perspective. I could use some of yours right about now. Ishiza kann ganz gut zuhören, aber er ist zu dumm, um mir seine Sichtweise anzubieten. Ich könnte deine ganz gut gebrauchen. Maya wirft dir einen fragenden Blick zu.